Naam, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bitte schön. Meine Frage jetzt, ich mache mein Abitur gerade und im Abitur darf man halt nur eine bestimmte Anzahl an Unterkursen haben, also bestimmte, welche Klausuren darf man nicht unter 4 Punkten kommen. Ja. Und wir hatten dann eine Klausur geschrieben und mein Bruder hat mich gefragt, ob er bei mir abgucken kann. Und der durfte halt keine Unterkurse mehr haben und so. Und in dem Fall darf ich ihm helfen oder nicht? Darf ich jemanden abgucken lassen bei der Klausur oder bei der Prüfung? Nein. Das spielt keine Rolle. Weil er muss selber was machen für sein... Was? Yani, subhanallah, er guckt hier ab und dort ab. Zum Schluss, der bleibt Hmar. Verstehst du, was ich meine? Ja, was hat er davon? Weißt du, bringt er tolles Zeugnis zu einer Firma und die gucken, der kann nicht mal geradeaus gucken. Was hat er davon? Wallahu ta'ala ala wa'ala. Bitteschön. Darf man seine Hausaufgaben abschreiben oder abschreiben lassen, Leute beauftragen, Geld geben, macht das für mich fertig, ich will dumm bleiben. Darf man so etwas tun? Nein, man darf so etwas nicht tun. Man darf Leute zu Rate ziehen, man darf sich bestimmte Arbeiten aus dem Internet nehmen, um ein paar Einfälle zu bekommen, um ein paar Strukturen zu lernen, kein Problem. Man kann sich auch mit den Leuten der Fachwissenschaft hinsetzen, aber dass man jemandem Geld gibt, jemanden beauftragt, der für einen die Hausaufgabe oder die Präsentationsarbeit oder sonstiges komplett fertig macht, das nicht. Ich meine, das Ziel soll ja sein, dass er auch ein vollständiges Berufsmitglied wird, wo er dann auch entsprechend arbeiten kann. Aber stell dir mal vor, alle machen seine Arbeiten. Wo werden wir dann enden? Wallahu ta'ala ala wa.